Meine beiden Kinder und meine Frau haben mir einfach so die schönste Rolle meines Lebens geschenkt. Mich wie der tollste und coolste Vater der Welt zu fühlen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass alles so plötzlich enden würde. Seit meine Tochter Carla mutiert ist, ist nichts mehr, wie es war. Ich bin kein Kind mehr! Die verwandelt sich in ein Wesen, das ich nicht kenne. Ihr habt noch Sex, in eurem Alter. Die Flaschen müssen weg und danach geht's zur nächsten Aufführung. Beschissene Gemüsestück. Hast du die Klumme schon geschickt? Findest du, ich gerade zu alt? Sei einfach peppiger. Dein Vater hat sich neu verdingst und du wirst Scheidungskind. Ich kann nur sagen, es gibt Dinge im Leben, mit denen man nicht rechnet. Carla! It's not! Du kommst bitte sofort her zur Baustelle. Es ist eine Katastrophe. Julia. Hast du eigentlich keine Zweifel, dass die Sache eine Nummer zu groß ist für Julia? Ist meine Schwester. Jan hat eine Affäre. Was? Ah, Papa. Was ist? Lukas! Ruf mich an. Ich habe mich irgendwie bei der AG angemeldet, die er leitet. Und da gibt's jetzt ein Treffen. Besetzt! Muss mal pinkeln! Mach daran. Vielleicht sind Auseinandersetzungen deshalb so wichtig, weil sie die Chance auf einen großen Moment bieten. Den Moment der Versöhnung. Frieden ist mit einem Pubertier im Haus immer nur von kurzer Dauer. Wer ist denn in dieser AG drin? Irgendwelche Jungs. Oh, warum muss ich so kranke Eltern haben? Wie krank seid ihr denn? Krankwagen. Schlappschwanz.